Die Regierung hat die Stellungnahme an den Landtag zur Schaffung eines Gesetzes über die Regierungs- und Verwaltungsorganisation sowie die Abänderung des Pensionsversicherungsgesetzes für das Staatspersonal genehmigt. Das Hauptthema ist die Regierungsreform, wo man jetzt im September abschließend beraten kann, damit dort die Umsetzung garantieren kann für die neue Regierung. Wesentlich haben wir an der Vorlage festgehalten. Wir haben auch eine umfangreiche verfassungsmäßige Prüfung noch einmal in Auftrag gegeben. Das Ergebnis ist bestätigt worden. Die Vorlage ist vollumfänglich mit dem geltenden Verfassungsrecht vereinbar. Wichtige Punkte, die wir aufgenommen haben, ist sicherlich, dass man innerhalb von 6 Monaten nachher muss ein Regierungsprogramm, abgeleitet von den strategischen Zielen der Agenda 2020, am Landtag vorlegen. Eine Berichterstattungspflicht von der Regierung an den Landtag, wenn sie Entscheidungen trifft in der Organisation von der Landesverwaltung und der Themenbereich Bildung haben wir erweitert um Bildung und Wissenschaft. Wir dann damit sicherlich Defizite in der heutigen Struktur, in der Ressortstruktur beseitigen. Vor allem bringen wir mal eine jahrzehntelange Diskussion zu einem Abschluss. Irgendwann muss ja jedes Projekt einmal beendet werden. Wir sind froh, dass man das in dieser Legislatur noch kann. Und ganz wesentlich scheint mir, dass wir damit Transparenz in die Organisation von der Regierung schaffen.